Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Das Wort hat der Abg. Markus Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Hochgeschätzter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Antrag der SPD hat zwei Dimensionen. Er hat eine politische Dimension und er hat eine fachlich-sachliche Dimension. Lassen Sie mich zunächst zur sachlich-fachlichen etwas sagen. Ich finde es selbstverständlich, gerade als Sozialpolitiker und als Sozialarbeiter, mehr als drängend und notwendig, dass wir in der Frage der Grundrente und der Grundsicherung eine Diskussion darüber führen, wie kann sie zukunftsfest werden, wie kann sie jedem Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft sichern, wie kann sie dazu führen, dass sie das Existenzminimum wahrt und ein Leben in Würde gestaltet. All das sind richtige Fragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen also uns darüber unterhalten, wie kann das aufgestellt werden. Und die Fragen, die sich hier aufdrängen, sind, nehmen wir bei der Grundsicherung die Frage, sind die Regelsätze bedarfsgerecht? Diese Frage hat meine Bundestagsfraktion auch im Bundestag schon 2015 eingebracht. Wir glauben, dass die Berechnungen der Bedarfssätze nicht angemessen sind der Realität. Wir können auch gerne darüber reden, und wir müssen darüber reden, dass das Fördern verstärkt wird, als es Recht auf Weiterbildung gibt. Auch ist sehr kritikabel die Frage der Zuverdienstgrenzen und auch, dass das Schonvermögen zu stark angetastet werden. All das sind berechtigte Fragen. All das hat meine Fraktion schon in Auswertung und Evaluation des vor über 10 Jahren, vor 13 Jahren in Kraft getretenen Hartz-IV-Gesetzes schon als eine Nachbesserung, als Nachjustierung vorgeschlagen im Bundestag 2015. Wir hätten uns gewünscht, dass diese Diskussion früher aufgegriffen wird, aber lieber spät als nie. Auf jeden Fall muss man darüber reden, wie das System der Grundsicherung verbessert wird. Wir GRÜNE nehmen es gerne auf, dass diese Diskussion verstärkt wird. Aber gestatten Sie mir trotzdem, dass ich an die Kollegen der SPD noch einmal die Frage stelle, warum schicken Sie diesen Antrag hier in den Hessischen Landtag? Sie fordern hier eine stärkere Bedeutung für Fort- und Weiterbildung. Das kann man im Bundestag beschließen. Sie wollen die Frage der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I. Das kann man im Bundestag beschließen. Sie wollen die Frage von Zeitkonten Familienarbeitszeit. Das kann man im Bundestag beschließen. Sie reden über die Frage Weiterbildung in Punkt 5 und über die Frage der gesetzlichen Grundrente. All das sind bundesgesetzliche Themen. Und ich möchte Sie noch einmal dringend auffordern, dass das, was Sie tun, auch im Bundestag einbringen. Und dort tatsächlich ist es entscheidend. Das, was wir im Landtag tun, tut nichts zur Sache. Was der Bundestag beschließt, wird Gesetz und wird die Menschen auch wirklich erreichen. Deswegen diskutieren Sie es nicht hier, sondern handeln Sie. Sie stellen die Bundesregierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass wenn man seit 1998 nahezu 20 Jahre regiert und seit 20 Jahren in den letzten 20 Jahren 16 Jahre davon die Bundesregierung gestellt hat, dass man dann auch Vorschläge unterbreitet, wie man ein System verbessern kann. Ich finde das ausdrücklich richtig, und ich finde, darüber muss man keine Häme verbreiten. Aber ich finde, es dann ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, ob man sich tatsächlich auch ernsthaft das in die Bundesregierung und ins tatsächliche Regierungshandeln einbringt. Ihr Koalitionsvertrag, den ich das Vergnügen hatte zu lesen, die Vorbereitung auf dieser Sitzung, sagt, dass das, was Sie in der Grundrente fordern, dass es dort eine unterschiedliche Beschlusslage gibt bei dem Thema der Bedürftigkeitsprüfung. Sie haben dort eine Vereinbarung mit Ihrem Koalitionspartner, der explizit eine Bedürftigkeitsprüfung vorsieht. Egal, wie ich dazu stehe, Ihnen muss die Frage gestellt sein, sind Sie vertragstreu? Sie haben diesen Vertrag zugestimmt. Deswegen muss man diese Frage einfach einmal stellen. Ich habe auch im Telefonat mit dem Bundestagsabgeordneten Strengmann-Kuhn, seinerzeit sozialpolitischer Sprecher, noch einmal darum um eine Einschätzung gebeten. Er sagt mir noch einmal ausdrücklich, zu all Ihren Forderungen der Grundsicherung, zur Verbesserung von Hartz IV, zu all Ihren Forderungen, die Sie jetzt vorgeschlagen haben, steht nichts, und zwar null im Koalitionsvertrag. 0,0. Ich frage mich, was ist in den letzten 2 Jahren passiert? Warum haben Sie das nicht in den Koalitionsvertrag reingeschrieben? Und vor allem, warum bringen Sie es jetzt nicht in den Bundestag ein? Lieber jetzt als nie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ich glaube, ich habe es gesagt, es gibt eine Menge Menschen,
die den Weg in den Arbeitsmarkt nicht finden. An die müssen wir denken. Wir müssen darauf achten, dass der Vorrang zuerst die Arbeitsvermittlung vielleicht flexibler gehandhabt wird, dass den Menschen auch eine nachhaltige Ausbildung und Weiterbildung zugutekommt. Daran scheint es zu hapern. Wir müssen darauf achten, dass die Menschen, die Hartz IV beziehen, tatsächlich davon auch leben können und sich einmalige Anschaffungen leisten können, wie Waschmaschinen oder anderes. All darauf, also die Bedarfssätze müssen wir noch einmal neu berechnen. Wir müssen auch darüber nachdenken, ob das, wenn Sie arbeiten gehen, dass das Zuverdienste auch tatsächlich Anreize bietet oder Sie eher dazu bringt, dass Sie nicht mehr arbeiten gehen. Auch da scheint es mir Nachbesserungsbedarf zu geben. Und drittens auch, dass, wenn Sie Angespartes haben, dass Sie das nicht komplett alles selbst aufbrauchen müssen. Das sind mindestens vier Baustellen, die dringender Handlungsbedarf sehen. In dieser Sache streiten wir an derselben Stelle. Das will ich in der Sache noch einmal sagen. Aber lassen Sie mich trotzdem zum Abschluss sagen, auch ähnlich wie bei der Grundrente, wo wir auch ein Grundrentenpapier vorgelegt haben, auch Kollege Strengmann-Kuhn miterarbeitet hat, dass viele richtige Sachen sagt, wer mehrere Jahrzehnte eingezahlt hat und dann nur Grundsicherung erhält, das ist ein Ungerechtigkeitsfaktor. Da können wir dann noch lange darüber streiten. Dafür reichen diese 10 Minuten hier in diesem Raum nicht. Aber es kann so nicht weitergehen, dass diese Menschen nach 30 Jahren oder 35 Jahren einzahlen, nur die Grundsicherung. Da muss sich etwas verbessern, wo wir in der Sache in diesem Haus eigentlich keine zwei Meinungen dazu geben dürften. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich will es nicht, wie gesagt, zu polemisch machen, aber ich kann auch verstehen, dass die SPD jetzt versucht, auch über das weitere Profilierungsversuche, auch im Hessischen Landtag, dieses Thema noch einmal anzustimmen. Ich habe Ihnen ja gesagt, von der Sache finde ich es richtig. Aber ich glaube, es wird nur ein kurzer Effekt sein mit einer Profilierung, wenn Sie jetzt sagen, wir haben gute Konzepte beschlossen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Das ist nur sehr kurzfristige Effekte. Der mittelfristige Effekt, ob Sie erfolgreicher werden als Partei, wird daran gemessen, ob Sie es schaffen, in der Bundesregierung, an der Sie beteiligt sind, es tatsächlich auch umzusetzen. Sonst wird das alles verpuffen und die Enttäuschung darüber noch größer sein. Aber wie hat Joschka Fischer schon immer gesagt, es ist schwierig, von außen eine Partei zu beraten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Kai Klose. Bitte sehr, Kai. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, die Diskussion um die Zukunft und die Sicherung unseres gewachsenen Sozialstaats die bewegt beileibe nicht nur die Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker. Wie überwinden wir denn soziale Ungerechtigkeit, die es in unserer Gesellschaft gibt? Wie wahren wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft? Wie ermöglichen wir gleiche Teilhabechancen für alle Menschen, die hier leben? Diese sehr grundsätzlichen Fragen betreffen alle. Und deshalb ist es gut, dass wir sie auch hier debattieren. Meine Damen und Herren, die Gesellschaft befindet sich im stetigen Wandel, auch das ist bereits gesagt worden. Und wir sind auch deshalb mit erheblichen Herausforderungen für den Sozialstaat konfrontiert, beispielsweise rund um die Themen Digitalisierung und Globalisierung. Auch das Zusammenleben der Menschen wandelt sich. Lebensmodelle und Lebenswirklichkeiten ändern sich, und auch dies stellt den Sozialstaat vor neue Herausforderungen. Die Vielfalt der Lebensentwürfe hat weiter zugenommen, weil Menschen vielfältig leben wollen. Alleinerziehende Mütter machen endlich auch Karriere. Väter wollen endlich auch mehr Anteil an der Erziehungsarbeit nehmen. Ältere Menschen möchten weiterhin einem Beruf nachgehen, und Junge wollen sich weiterbilden, um eine bessere Arbeit aufnehmen zu können. Unsere Aufgabe als Ministerium für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es in ganz besonderem Maße, diese Vielfalt zu unterstützen. Gleichzeitig gibt es Menschen, denen wir die gleichberechtigte soziale und gesellschaftliche Teilhabe erst noch ermöglichen müssen. Das zeigt, so vielfältig die Lebensentwürfe sind, so vielfältig müssen auch die Antworten der Politik sein. Viele dieser sehr grundsätzlichen Themen des Zusammenlebens werden auf Bundesebene entschieden. Das hat man, glaube ich, an der Debatte, die wir gerade verfolgt haben, auch gemerkt. Das macht meines Erachtens natürlich auch der SPD-Antrag deutlich, den wir gerade hier debattieren. Ich will dennoch im Folgenden mal skizzieren, welche Bausteine wir in Hessen bereithalten, um den Sozialstaat der Zukunft mitzugestalten.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt bringt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für Unternehmen erhebliche Veränderungen mit sich, die wir politisch begleiten und gestalten wollen und müssen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die noch stärkere Fokussierung auf die Fort- und Weiterbildung, gerade für digitale Prozesse. Wir wollen hier Schritt halten, und deshalb wurde im Koalitionsvertrag vereinbart, die hessische Fachkräfteoffensive fortzuführen und zeitnah 100.000 neue Fachkräfte für Hessen zu gewinnen, auch durch Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen. Und deshalb stimme ich Ihnen hier ausdrücklich zu, Frau Gnadl. Ja, wir brauchen gute Fort- und Weiterbildung. Wir brauchen lebenslanges Lernen. Wir in Hessen sind hier bereits auf einem guten Weg. Für diese Gewinnung von Fachkräften wird es auch wichtiger, attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten. Es kommt längst nicht mehr immer nur auf möglichst hohen Lohn, Prestige oder vermeintliche Karriere an. Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist es wichtig, Beruf und Familie vereinbaren zu können, mehr Freiraum durch Homeoffice oder Teilzeitbeschäftigung zu gewinnen und einer wirklich für sie sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen. Wir tragen in Hessen dazu bei, diese Flexibilisierung arbeitnehmerfreundlich auszuweiten. Dazu gehören beispielsweise heimatnahe Arbeitsplätze, die die Digitalisierung eben auch ermöglicht, oder der Ausbau der Kinderbetreuung. Diese Landesregierung hat sich längst auf den Weg begeben, um den Anforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt zu begegnen. Und dieser Wandel der Arbeitswelt durch Digitalisierung war kürzlich auch wesentlicher Gegenstand eines Gesprächs, das Frau Kollegin Sinemus und ich mit dem Bitkom-Präsidenten Achim Berg führen konnten. Denn wenn wir von diesen Veränderungen der Arbeitswelt sprechen, dann denken wir gerade auch an die Menschen, die keiner regelmäßigen Beschäftigung nachgehen oder nachgehen können, womöglich bereits länger im SGB-II-Bezug sind oder nur schwer den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt finden. Die Vorschläge der SPD zielen da verständlicherweise vor allem auf bundespolitische Gesetzesänderungen. Doch auch wir in Hessen wollen und werden dazu beitragen, dass Menschen aus der Arbeitslosigkeit herauskommen und sich aktiv am Erwerbsleben beteiligen können. Mit unserer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik wollen wir alle erreichen, die es besonders schwer haben, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden. Unser spezielles Augenmerk legen wir deshalb weiterhin auf Frauen, auf Alleinerziehende, auf benachteiligte Jugendliche, Migrantinnen und Migranten, aber auch beispielsweise auf Menschen mit Behinderungen. Dazu wollen wir befristet öffentlich geförderte Beschäftigungen vor allem auf dem sozialen Arbeitsmarkt nutzen und dafür sorgen, die Betreuungsintensität in den kommunalen Jobcentern unter anderem durch den Ausbau von Werkakademien zu erhöhen. Wir wollen aber auch den Alltag all der Menschen verbessern, die aufgrund ihres geringen Einkommens oder Vermögens kaum oder keine Chancen zur kulturellen Teilhabe haben. Deshalb werden wir einen Hessenpass einführen, der die Teilhabe aller Hessinnen und Hessen an den öffentlichen Freizeit- und Kulturangeboten ermöglicht. Und mit dem hessischen Sozialbudget haben wir bereits für mehr Planungssicherheit und Unterstützung der freien Träger gesorgt. Es kommt z.B. auch den Schuldnerberatungen und Frauenhäusern zugute. Und wir stocken dieses Sozialbudget weiter auf. Meine Damen und Herren, mit dem zweiten hessischen Landessozialbericht, vorgelegt Ende 2017, dokumentieren wir den Handlungsbedarf, um Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit zu überwinden. Besondere Berücksichtigung fand darin die Kinderarmut. Kinder sind im SGB II, weil ihre Eltern die Grundsicherung brauchen. Und deshalb müssen wir sicherstellen, dass die Bedarfe dieser Kinder berücksichtigt werden. Ein erster Schritt dazu ist der Kinderzuschlag, der Familien davor bewahrt, allein wegen der Bedarfe ihrer Kinder auf SGB-II-Leistungen angewiesen zu sein. Dieser Zuschlag wird aber bisher von viel zu wenig Betroffenen in Anspruch genommen. Und deshalb müssen wir über eine Weiterentwicklung dringend nachdenken. Und da ist die Einführung einer Kindergrundsicherung ein denkbarer Weg, um die erforderlichen Bedarfe für ein gutes Aufwachsen, für Bildungschancen und auch Teilhabemöglichkeiten der Kinder zu gewährleisten und Kinderarmut zu verhindern. In dieser Kindergrundsicherung könnten Kindergeld, Kinderzuschlag und Sozialgeld aufgehen, denn eine Leistung schafft mehr Übersichtlichkeit und vereinfacht das Verfahren
und der Anspruch der Kinder ergebe sich dann nicht mehr aus dem SGB II. Und wir haben vereinbart, den Landessozialbericht fortzuführen und so weiterhin im engen Austausch mit den tragenden Akteuren im Land notwendige Maßnahmen gegen Ausgrenzung und Armut zu identifizieren und auf dieser Grundlage soziale Ungleichheiten zu bekämpfen. Auch an der Debatte zur Reform des SGB II werden wir uns beteiligen. Mit dem Zukunftslabor zur Analyse der sozialen Absicherungsmodelle in Schleswig-Holstein wollen wir im Rahmen des Länderaustauschs kooperieren. Dieses Zukunftslabor widmet sich nämlich genau der Frage, welche neuen Instrumente zur Arbeitsmarktsteuerung und der sozialen Absicherung in Zukunft notwendig sein werden. Ein kurzes Wort sei an dieser Stelle noch zur Frage der Sanktionen im SGB II-Bezug erlaubt. Der Umgang mit diesen Sanktionen ist ja nun tatsächlich schon lange Gegenstand der politischen Diskussion. Aktuell warten wir auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem noch in diesem Jahr zu rechnen ist. Dieses Urteil wird ganz sicher weitreichende und sehr grundsätzliche Ausführungen zum Thema Sanktionen enthalten. Und deshalb wollen wir dieses Urteil auch abwarten. Meine Damen und Herren, die Alterssicherung von Menschen zu verbessern, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet, aber wenig verdient haben, ist notwendig, vor allem übrigens, was die Renten von Frauen betrifft. Darüber haben wir bereits auch im letzten Plenum ausführlicher gesprochen. Eine Grundrente, finanziert aus Steuermitteln zur Bekämpfung von Altersarmut, ist deshalb sozialpolitisch im Grundsatz richtig, denn wir wollen eine solidarische Alterssicherung, die für alle Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Das schließt aber ausdrücklich auch die jüngere Bevölkerung ein. Aus Gründen der Generationengerechtigkeit können die Kosten einer solchen Grundrente nicht dem immer kleiner werdenden Teil der jüngeren arbeitenden Bevölkerung aufgebürdet werden. Die Frage der sogenannten Bedürftigkeitsprüfung ist ja offenbar weiterhin zwischen den Koalitionspartnern im Bund strittig. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Die Neujustierung unseres Sozialstaats ist ein Vorhaben, das sich natürlich nicht abschließend im Rahmen einer solchen Debatte behandeln lässt. Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen arbeiten konzentriert an der Überwindung sozialer Ungerechtigkeit und der Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Land. Welche einzelnen Elemente wir dazu wie anpacken, werden wir auch in diesem Plenum sicherlich in den kommenden Monaten intensiv miteinander diskutieren und auf dem Weg zu diesem Ziel hoffentlich um die besten Konzepte ringen. Ich freue mich darauf. Herr Minister, vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil die Frage aufgerufen wurde, warum die Sozialdemokratie am heutigen Vormittag diese Debatte überhaupt aufruft. Und dazu gibt es fünf Gründe. Erstens. Es geht um Gesellschaftspolitik. Und Gesellschaftspolitik ist etwas, was man natürlicherweise auch im Hessischen Landtag diskutiert. Zweitens. Weil der hessische Ministerpräsident mit Blick auf unsere Vorstellung davon gesprochen hat, dass wir uns von einem wesentlichen Grundsatz unseres Landes verabschieden würden, nämlich der sozialen Marktwirtschaft. Drittens, weil der Koalitionsvertrag oder der Entwurf für einen Koalitionsvertrag der Jamaika-Partner auf Bundesebene dazu leider gar nichts gesagt hat. Viertens, weil wir uns motiviert fühlten, vom Kollegen Pürsün nach der Grundrentendebatte erneut dazu zu sprechen zu kommen. Und fünftens, und das könnte einer der wesentlichen Gründe sein, dass wir sehr gespannt darauf waren, was eigentlich der hessische Arbeits- und Sozialminister zu diesen grundsätzlichen Fragen sagt, unter anderem deswegen, und das hat er am Ende noch einmal betont, weil es darum gehen muss, um die besten Konzepte zu ringen. Da habe ich heute ein bisschen wenig zugehört. Und wir vor allem davon ausgehen müssen, dass irgendwann auch im Bundesrat über solche Fragen diskutiert und entschieden werden wird, wie das übrigens bei der Arbeitsagenda 2010 ebenfalls der Fall war.
Deswegen hätten wir uns schon gewünscht, heute ein bisschen mehr zu hören als den Verweis, das sei Bundespolitik. Deswegen beschäftige ich mich alleine ein bisschen mit Hessen. Am Ende werden wir irgendwann über Konzepte ringen. Nein, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, heute wäre ein guter Tag gewesen, darüber anzufangen. Das war ein bisschen dünn, was hier seitens der Regierung kam. Damit, lieber Kollege Bocklet, habe ich Ihre Frage beantwortet. Da ich aber schon einmal hier vorne stehe, will ich gerne zu vier Punkten noch etwas sagen, die auch in der Debatte eine Rolle gespielt haben, oder vielleicht auch fünf. Der erste Punkt ist Ausgangspunkt, und das ist mir wichtig, an den Anfang zu stellen, der Überlegungen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die im Übrigen im Wesentlichen auch schon vor knapp 10 Jahren aus der hessischen SPD angelegt gewesen sind, mit dem ersten Hessengipfel, ist und bleibt die Betonung der Rolle von Arbeit und Arbeitsgesellschaft für die gesamte Verfasstheit unseres Landes. Das kann man durch viele der Punkte, die wir aufgeschrieben haben und formuliert haben, sehen. Das ist uns deswegen wichtig, weil sich die Arbeitswelt im Wandel befindet, in einem dramatischen Wandel, der uns immer stärker fordern wird. Und deswegen ist es gut, und ich fand das erstaunlich, dass ich das jetzt heute einmal in einer Sozialstaatsdebatte sagen darf, dass die Beiträge aus der FDP-Fraktion, die dafür völlig unverdächtig waren in der Vergangenheit, mit die weitreichende Vorschläge gemacht hat, zumindest über die es sich zu diskutieren lohnt und konzeptionelle Antworten auf das Thema Handel gegeben hat. Zweitens ist von Frau Böhm die Frage der Mindestlöhne aufgerufen worden im Jahr 2002. Ich will zumindest daran erinnern, Frau Böhm, dass damals die gesamte Gewerkschaftsbewegung, DGB, alle Gewerkschaften, sich kategorisch gegen die Einführung eines gesetzlichen und staatlich verordneten Mindestlohns ausgesprochen haben. Die Debatte war damals deutlich differenzierter, als Sie es hier gerade vorgegeben haben. Da haben ganz viele gelernt, auch die Gewerkschaften. Dritte Bemerkung, Sanktionen abschaffen. Frau Ravensburg, ich will es nur noch einmal sagen. Wir sagen ganz klipp und klar, eine Solidargemeinschaft und ein Solidarsystem erfordert Mitwirkungsverantwortung und Pflichten. Und wer gegen Mitwirkungspflichten verstößt, hat auch mit Sanktionen zu rechnen. Allerdings sagen wir deutlich dazu, dass die Sondersanktionen für unter 25-Jährige und insbesondere die Bedrohung der Streichung von Wohngeld- und Wohnkostenübernahme und damit drohende Obdachlosigkeit aus unserer Sicht ihren Sinn verfehlen, weil drohende Obdachlosigkeit Motivation von Menschen nicht erhöht. Und solche Sanktionen wollen wir in der Tat überprüft und gestrichen haben. Zur Finanzierung verweise ich auf die Pressekonferenz vom 19. Juni 2017. Da können Sie alles im Detail nachlesen. Die Videos sind immer noch da, weil ich will am Ende zu dem wesentlichen und wichtigsten Thema, das immer wieder in den letzten Tagen aufgerufen wird, eine kurze Bemerkung machen, nämlich zur Frage der Bedürftigkeitsprüfung. Ich will das einmal kurz so zusammenfassen. Kindergeld, keine Bedürftigkeitsprüfung. Kinderfreibetrag, keine Bedürftigkeitsprüfung. Ehegattensplitting, keine Bedürftigkeitsprüfung. Familiengeld, keine Bedürftigkeitsprüfung. Mütterrente, keine Bedürftigkeitsprüfung. Aber wenn es um den Respekt vor 35 Jahren Arbeits- und Beitragsleistung geht, dann ruft die Union nach der Gießkanne. Die Rentenversicherung kennt keine Bedürftigkeitsprüfung, weil wir nicht im staatlichen Alimentationssystem sind. Und diesen Konflikt, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, werden wir in der Tat miteinander austragen. Ich halte es da lieber mit Herrn Laumann, den Sie ja besser kennen als ich, der gesagt hat, lasst uns das nicht wieder kaputtreden. Deswegen bedanke ich mich herzlich für die Debatte. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erstmal finde ich es sehr gut, dass wir heute hier im Hessischen Landtag über die Zukunft des Sozialstaates diskutieren, weil es nämlich sehr viele Menschen betrifft und eigentlich alle Menschen betrifft, die in Hessen leben. Deswegen finde ich die Debatte gut und wichtig heute hier am Tage.
Ich habe mich zu Wort gemeldet, um noch einmal zu einigen Punkten etwas zu sagen, und möchte gerne anfangen bei Ihnen, Frau Ravensburger, weil Sie haben ja die ganze Rede über das Leistungsprinzip gesprochen. Entschuldigung, Frau Ravensburg, es tut mir leid, das ER nehme ich zurück. Sie haben vom Leistungsprinzip gesprochen und dass Leistung sich wieder lohnen müsse. Und da frage ich mich schon, wie klingt das eigentlich in den Ohren von über 500.000 Menschen in Hessen, die zu Niedriglöhnen arbeiten, die jeden Tag aufstehen, Leistung bringen, jeden Morgen aufstehen, Leistung bringen und von ihrer Arbeit nicht leben können. Wie klingt denn das in den Ohren von Menschen, die Vollzeit arbeiten und trotzdem aufstocken müssen? Wie klingt das denn in den Ohren von Pflegekräften, Reinigungskräften, Verkäuferinnen, die jeden Tag arbeiten und kaum über die Runden kommen? Und wie klingt das in den Ohren der Beschäftigten, z.B. bei Siemens in Offenbach, die gerade ihre Jobs verlieren, obwohl der Betrieb ausgelastet ist, die Überstunden gemacht haben und der Konzern auch noch Gewinne macht? Und da frage ich mich schon, wie klingt das in den Ohren dieser Menschen, wenn Sie davon sprechen, Leistung müsse sich lohnen und dabei zynisch sind gegenüber Menschen, die jeden Tag Leistung bringen und trotzdem kaum über die Runden kommen? Und deswegen würde ich darüber nachdenken, ob Sie das so behaupten sollten, Frau Habsburg. Sie reden von Leistung, aber mit Ihrer Weigerung, die Erbschaftssteuer zu reformieren oder die Vermögensteuer wieder einzuführen, ist doch die CDU die Schutzpatronin von leistungslosem Wohlstand. Sie schützen doch leistungslosen Wohlstand. Was ist denn die Leistung, wenn Menschen ein Vermögen erben und deshalb nicht mehr auf Erwerbsarbeit angewiesen sind? Da gibt es keine Leistung. Also von daher reden Sie nicht über Leistung, solange Sie leistungslosen Wohlstand durch die Nichtbesteuerung von Vermögen in dieser Form schützen, meine Damen und Herren. Und natürlich brauchen wir eine Grundrente, die zum Leben reicht. Und natürlich brauchen wir die auch ohne Bedürftigkeitsprüfung. Weil vielleicht sollte man darauf hinweisen, dass Renten sind keine Almosen. Für Renten haben Menschen gearbeitet. Sie haben einen Anspruch darauf. Und deshalb ist es auch richtig, dass es da keine Bedürftigkeitsprüfung gibt, sondern dass alle Menschen von einer Rente haben, von der sie auch leben können. Und deswegen will ich an der Stelle auch sagen, deshalb muss man auch über die Rente ab 67 diskutieren. Die muss nämlich weg, weil sie eine Rentenkürzung bedeutet für all die Menschen, die nicht in der Lage sind, bis 67 zu arbeiten. Nun ist die Fehlentwicklung der letzten Jahre Folge von politischen Entscheidungen. Und natürlich muss man da über die Agenda 2010, Hartz IV und die Deregulierung des Arbeitsmarktes sprechen. Und die prekäre Beschäftigung und die Niedriglöhne sind kein Kollateralschaden der Agenda 2010. Es war die zentrale Zielsetzung und integraler Bestandteil. Wir wollen einen Niedriglohnsektor schaffen, hat Gerhard Schröder damals gesagt. Den haben wir jetzt, nämlich einen der größten in Europa. Und wir haben immer mehr Menschen, die von ihrer Arbeit nicht mehr leben können. Hartz I, die Ausweitung der Leiharbeit, Hartz IV, das hat eine Rutschbahn der Löhne in Gang gesetzt und eine Erosion der Tarifverträge. Es hat die Kampfkraft der Gewerkschaften geschwächt. Und deshalb sagen wir ganz deutlich, die Hartz-Gesetze, die haben keine Fehler, die sind ein Fehler. Und deshalb müssen sie zurückgenommen werden, wenn wir wirklich den Sozialstaat wiederherstellen wollen, meine Damen und Herren. Und da reichen eben keine kosmetischen Korrekturen. Und deshalb muss die SPD sich fragen, wollen wir Hartz IV einfach umbenennen in Bürgergeld? Oder was machen wir mit den Sanktionen? Und da bin ich nicht einverstanden. Ich bin der Meinung, dass diese Sanktionen abgeschafft werden müssen. Sie sind eine Drangsalierung von Erwerbslosen. Und Existenzminimum heißt Existenzminimum, weil man es nicht kürzen darf. Man darf niemanden das Existenzminimum kürzen und in Gefahr laufen, dass er seine Wohnung verliert, dass er seine Kinder nicht mehr ernähren kann. An der Stelle haben wir einen Dissens. Die Zumutbarkeitskriterien. Will die SPD daran, dass man gezwungen ist, jeden Job anzunehmen, egal was man vorher gemacht hat, egal wie er bezahlt hat? Wer die Kampfkraft der Gewerkschaften wieder stärken will, der muss an die Zumutbarkeitskriterien ran und natürlich auch an die Frage der Regelsätze und an die Höhe. Da haben wir ja konkrete Vorschläge gemacht. Es geht bei Hartz IV nicht nur um Geld, es geht auch um Würde. Und ich sage mal ganz ehrlich, den behördlichen Einsatz, der an den Tag gelegt wird zur Gängelung von Erwerbslosen, den würde ich mir ja mal wünschen, wenn es um Kampf gegen Steuerhinterziehung geht. Das wäre auch mal ein Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit. Und an der Stelle wäre auch sehr viel mehr zu holen, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident,
Das Problem ist natürlich, dass in den letzten 13 Jahren die SPD 9 Jahre mit der Union regiert. Ich will nur erinnern an Toni Sender, an die Frankfurter Reichstagsabgeordnete, erst USPD, dann SPD und Frauenrechtlerin. Das ist mir gerade letztens in die Hände gefallen. Die hat sich schon 1923 gegen die GroKo ausgesprochen, in einer schönen Broschüre, Große Koalition, Fragezeichen, gegen ein Bündnis mit der Schwerindustrie. Von daher ist mir in die Hände gefallen, war damals richtig, ist heute richtig. Deshalb, wir halten es für richtig, eine Debatte. Deswegen halte ich es für. Frau Kollegin Wissler, das ist ein sehr langer Schlusssatz. Ich würde Sie bitten, jetzt so langsam zum Schluss auch zu kommen, damit der Satz einen Sinn hat. Bitte. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir hier über die Frage des Sozialstaats diskutieren. Aber man muss eben auch bereit sein, die vergangenen Probleme, die vergangenen Entscheidungen dann eben auch zu korrigieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Manfred Pentz, CDU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, dieser Antrag von der SPD ist eine ganz klare Abkehr sozusagen dessen, was man in den letzten Jahren von den Sozialdemokraten gehört hat. Und er ist, der Kollege Bocklet hat es ja gefragt, am Ende in der Abwägung, ist es eine fachliche Frage oder ist es eine politische? Es ist ganz klar eine politische Dimension, und das steht für Sie im Vordergrund. Es geht gar nicht um die fachliche Frage heute im Hessischen Landtag. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Antrag könnte auch direkt aus der Selbstfindungsgruppe der SPD, aus dem Parteirat hierher eingetroffen sein. Und so haben Sie ihn eingebracht in den Plenarsaal, und so muss ich ihn auch verstehen. Für uns als CDU ist klar, die CDU steht zur Anerkennung der Lebensleistung. Das ist für uns wichtig. Das haben wir immer dargelegt. Für uns ist der einzelne Mensch und sein Schicksal im Vordergrund. Aber das, was die SPD mit der Grundrente und mit den Vorschlägen, die Sie eben vorgebracht haben, und lieber Herr Schäfer-Gümbel, die Sie sozusagen mit Nachdruck noch einmal dargelegt haben, das ist aus unserer Sicht eine komplette Abkehr des bis dahin verstandenen Prinzips des Sozialstaats. Es ist zutiefst ungerecht. Und der Kollege Bocklet hat es ja angesprochen. Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene, mit dem wir uns jetzt neuerdings ja öfter anscheinend hier im Hessischen Landtag auch noch befassen, ist ja auch etwas anderes vereinbart. Dort ist nämlich ganz klar vereinbart, dass wir an die Sanktionen nicht herangehen. Sie haben das hier eben komplett anders dargestellt. Und deswegen muss ich es auch so verstehen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dass es eine Abkehr des Systems von Fordern und Fördern ist. Das mag vielleicht im ersten Moment zur Rettung der SPD genügen. Es wird aber nicht ausreichen, um sozusagen ordnungspolitisch unser Land in eine richtige Richtung zu führen. Und, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Herr Kollege Bocklet hat es eben gesagt. Also, ich mache mal aus meinem Herzen keine Mördergrube. Die CDU und die GRÜNEN sind auch nicht immer einer Meinung in allen Fragen. Aber ich sage Ihnen, und das können Sie ablesen an unserem Koalitionsvertrag, im Übrigen können Sie das auch sehen, so wie wir arbeiten, handeln wir auch in den vergangenen 5 Jahren. Denn wir halten uns an die Verträge. Wir vereinbaren die Dinge, und wir halten uns daran, und wir setzen sie um, anstatt einfach nur Parteitagsreden zu halten. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Ideen und Vorschläge sind am Ende unkontrolliertes Geld ausgeben. Und zu was wird es führen? Ich will es jetzt einfach einmal auf 2 Punkte runterbrechen. Am Ende führen Ihre Vorschläge entweder zum Schuldenmachen oder zu mehr Steuerausgaben und zu Steuererhöhungen. Und beides wird es mit der Union im Bund nicht geben. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind Ihre Vorschläge zutiefst ungerecht. Und ich bleibe dabei. Die CDU ist die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Wir stehen für eine Wirtschaftsordnung,
mit Leistungskraft und Zukunftsfähigkeit in einer Marktwirtschaft, die sozial funktioniert, die auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie funktionieren kann. Unser Ziel ist weiterhin die Vollbeschäftigung. Daran arbeiten wir, wie Sie sehen, auch sehr erfolgreich. Unser Ziel ist weiterhin der soziale Fortschritt. Daran arbeiten wir auch hier im Land mit den GRÜNEN, und das werden wir in den nächsten Jahren auch tun. Und unser Ziel ist weiterhin kein Schuldenstaat, und daran werden Sie uns nicht hindern. In diesem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Benz. Das Wort hat der Abg. René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist immer gefährlich, wenn zu einer differenzierten Debatte in der Sache der Generalsekretär einer Fraktion oder einer Partei spricht, dann ist nicht mit zu viel inhaltlichem Engagement in der Debatte zu rechnen, sondern eher ein bisschen mit der groben Kante. Das haben wir jetzt wieder erlebt. Da möchte ich mich nicht beteiligen. Das spricht für sich an dieser Stelle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Freien Demokraten haben sich ja sehr intensiv an der Debatte über die Frage, wie die Gesellschaft sich weiterentwickeln soll, und das hat die SPD ja hier aufgerufen und zu einem Tagesordnungspunkt erhoben, beteiligt, weil wir das für eine wichtige Debatte halten. Wir halten das für eine außerordentlich wichtige Debatte. Und ich kann auch nur allen Fraktionen, die so ein bisschen in der Vergangenheit verhaftet sind, aufrufen, sich einfach einmal zu lösen und sich mehr mit den Problemen der Gegenwart zu beschäftigen. Nur einmal zur Erinnerung, als die Hartz-Gesetze in Deutschland gemacht worden sind, stand Deutschland als kranker Mann Europas mit Massenarbeitslosigkeit mit dem Rücken zur Wand. Mit dem Rücken zur Wand. Damals gab es einen großen politischen Konsens. Es waren nicht nur die GRÜNEN und die SPD, die im Deutschen Bundestag eine Mehrheit für diese Gesetze hergestellt haben, sondern es waren auch Union und FDP, die diese Gesetze im Deutschen Bundesrat eben auch zu einer Mehrheit verholfen haben. Warum ist das damals passiert? Weil wir als Deutschland einen Reformstau hatten, der abgearbeitet werden musste. Und zu dieser Zeit waren diese Gesetze angemessen und richtig. Und in dem Zusammenhang dieses Kontextes, dieser Zeit, muss man diese Gesetze auch bewerten und einordnen. Und alles andere ist ein Stück weit Geschichtsklitterung, und das führt nicht zum Ziel. Und wenn wir heute eine Realität haben, dass der Arbeitsdirektor, dass sozusagen der Chef der Arbeitsagentur in Hessen uns sagt, wir haben nur noch in Hessen Sucharbeitslosigkeit, wir haben das erste Mal signifikanten Rückgang bei der Langzeitarbeitslosigkeit, weil Unternehmen bereit sind, Menschen einzustellen, die sie früher nicht eingestellt haben, und dass man über Instrumente nachdenkt, wie man Unternehmen unterstützen kann in dieser Situation. Denn wir wissen, heute wissen, dass wir momentan 3,7 Millionen Menschen haben, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, und dass in weniger als 12 Jahren nur noch 3,2 Millionen Menschen sein werden. Und dass diese 3,2 Millionen Menschen dann eine höhere Wertschöpfung haben müssen, weil wir nämlich zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei Arbeitnehmer haben, die einen Rentner finanzieren. Wenn wir das alles wissen, wenn uns das klar ist, sind diese Debatten wichtig. Weil wir haben nicht mehr viel Zeit, dafür zu sorgen, dass unser System leistungsfähig bleibt. Ein Weiter-so ist zu wenig. Und wenn wir wissen, dass jede Umfrage, die wir in unserem Land machen lassen, uns zurückspiegelt, dass die Menschen zurzeit sagen, sie glauben, dass dieses Land auseinanderfällt, dass es ungerechter wird, dass die Vermögen und die Einkommen ungerecht verteilt sind, das ist die Botschaft, die zurückgeschickt wird, zurückgesendet wird an uns. Wir aber feststellen, dass wir ein immer höheres Maß unseres Sozialproduktes im Sozialbereich ausgeben, dass wir fast 900 Milliarden € im Sozialbereich, das ist über alles, ausgeben, dass das Wachstum der Sozialausgaben in unserem Land überdurchschnittlich steigt, schneller steigt als die Steuereinnahmen, dass der Anteil also immer größer wird, dass der Rentenzuschuss aus der Steuer mittlerweile bald 100 Milliarden € erreicht hat und trotzdem die Menschen in unserem Land unser Land immer ungerechter empfinden.
dann muss man doch diese Debatte führen. Dann muss man doch diese gesellschaftspolitische und nicht rein auf ein Sozialstaatsinstrumente orientierte Debatte führen. Weil es die Frage ist, warum empfinden die Menschen unser Land immer ungerechter? Und ich kann Ihnen die Antwort geben dazu, zumindest eine Teilantwort. Die Teilantwort darauf ist, weil die Chancen immer ungerechter verteilt werden, weil die Möglichkeiten für die Menschen immer ungerechter verteilt werden. Und darum ist es auch so wichtig, über den Sozialstaat nachzudenken. Wie können wir, und da stellen wir Freie Demokraten, den Mensch in den Mittelpunkt, die Chance des Menschen, nicht das System. Das System ist uns völlig egal. Kollege Pürsün hat das gesagt, die Egoismen von Behörden sind uns völlig egal. Uns ist wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen, in der Gesellschaft wieder zu partizipieren, nicht durch Sozialmaßnahmen ruhiggestellt werden. Und natürlich ist uns klar, dass das nicht auf jeden Menschen zutrifft, und dass wir auch für die Menschen, die eben nicht die Möglichkeit haben, aus eigener Kraft sich zu beteiligen, für die Lösung menschenwürdige, angemessene Lösungen zu finden. Und darum sind wir auch der Meinung, dass Solidarität natürlich auch eine Bedürftigkeit voraussetzt. Solidarität und Bedürftigkeit, das gehört zusammen aus unserer Sicht. Und wir sind eine Kollege Rock, Sie müssen zum Schluss kommen. Und darum ist diese Debatte wichtig gewesen. Und darum ist die Debatte auch, und das glaube ich, hier an dieser Stelle auch richtig platziert. Und darum vielen Dank noch einmal an die SPD für die Möglichkeit, uns hier noch einmal auszutauschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Sozialstaatsversprechen ist elementarer Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland. Wir tun alle gut daran, dieses Sozialstaatsversprechen immer wieder neu zu überprüfen und immer wieder zu erneuern und vor allem dafür zu sorgen, dass alle staatlichen Ebenen dieses Sozialstaatsversprechen auch halten können. Denn die Menschen in unserem Land müssen sich darauf verlassen können, dass, wenn sie in einer schwierigen Lebenssituation sind, ob verschuldet oder unverschuldet, wenn sie von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wenn sie in sozial schwierigen Verhältnissen aufwachsen oder in sozial schwierige Verhältnisse gekommen sind, dass sie sich dann darauf verlassen können, dass dieser Staat dieser Gesellschaft ihnen hilft, ihnen Unterstützung gibt und ihnen eine zweite Chance und neue Perspektiven eröffnet. Deshalb ist es richtig, dass wir regelmäßig prüfen, ob wir dieses Versprechen, wer in Schwierigkeiten ist, dem wird geholfen, ob wir das durch die Art, wie wir den Sozialstaat organisieren, tatsächlich einhalten. Und wir haben uns viel zu lange damit beschäftigt, ob das, was vor 15 Jahren einmal unter der Überschrift Agenda 2010 formuliert war, jetzt in Stein gemeißelt war oder nicht. Ich sage ausdrücklich, es ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Der Sozialstaat muss zu jeder Zeit die richtigen Antworten geben, und man muss auch die Kraft haben, Fehler benennen zu können, die vielleicht vor 15 Jahren gemacht wurden, meine Damen und Herren. Und so richtig es war, vor 15 Jahren das Prinzip des Förderns, des Ermutigens, des Empowerment, wie man das neudeutsch sagt, von Menschen ohne Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen, ihnen Förderangebote zu machen. Genauso richtig ist es heute zu fragen, ob das System von Bedürftigkeitsprüfungen, teilweise von Sanktionen, tatsächlich auf alle Menschen auch noch passt. Ich habe absolutes Verständnis, wenn ein 60-Jähriger, eine 60-Jährige arbeitslos wird, und sie bekommt dann 5 Jahre das volle Instrumentarium des Förderns und Förderns zu spüren, obwohl eigentlich alle wissen, dass es wahrscheinlich eine Perspektive in den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr gibt, und dass wir dann den 60-Jährigen, die 60-Jährige und ihren Berater im Jobcenter mit etwas beschäftigen, was von dem alle beide wissen, es ist nicht sinnvoll. Das muss überprüft werden, meine Damen und Herren. Ich habe jedes Verständnis für die Alleinerziehende, die fragt, ob dieses System des Förderns und Forderns denn eigentlich richtig austariert wird.
Denn das Problem der Alleinerziehenden ist oft nicht, dass sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen will. Ihr Problem ist auch nicht, dass es ein Weiterbildungsangebot gibt, was sie gerne machen will. Ihr Problem ist, dass sie vielleicht das Kinderbetreuungsangebot nicht hat, damit sie das Weiterbildungsangebot wahrnehmen zu müssen. Und dass dieser Alleinerziehende sagt, überprüft mal bitte das Sozialstaatsversprechen, finde ich absolut berechtigt. Und wenn eine Rentnerin, ein Rentner sagt, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet und bekomme jetzt genauso viel wie Menschen, die das nicht getan haben, dass diese Menschen fragen, müssen wir nicht dieses Sozialstaatsversprechen überprüfen, finde ich absolut berechtigt, und es gibt absolut Handlungsbedarf in dieser Frage. Nur, meine Damen und Herren, das Sozialstaatsversprechen muss dann aber mehr als ein Versprechen sein. Und da bin ich sehr gespannt, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, wann und ob wir die Vorschläge, die Sie heute mit sehr viel Werf hier im Hessischen Landtag dargestellt haben, irgendwann auch einmal im Gesetzblatt des Bundes finden werden. Weil nur das hilft den Menschen wirklich, dass tatsächlich die Bundesregierung all die Maßnahmen, über die hier geredet wurde, auch dann tatsächlich umsetzt und tatsächlich im Gesetz steht. Vom Versprechen allein, Herr Schäfer-Gümbel, wird noch kein Sozialstaat besser. Und daran werden wir Sie messen, Herr Schäfer-Gümbel, weil eine Debatte hier im Hessischen Landtag einmal mehr über das, was die SPD in der Bundesregierung nicht durchsetzt, das bringt nun wirklich niemanden etwas, und das bringt auch den Sozialstaat nicht weiter. Und deshalb, Herr Schäfer-Gümbel, ich nehme Ihnen das Engagement für dieses Thema ab. Nur die Werf des Auftritts, den Sie hier heute gemacht haben, steht in keinem Verhältnis mit dem, was Sie real in der Bundesregierung bewirken. In keinem Verhältnis. Kollege Wagner, Sie müssen zum Schluss kommen. Und weil Sie es angesprochen haben, da sind mir Mitglieder der Landesregierung, die das tun, was sie sagen, sehr viel lieber als eine Partei, die auf Bundesebene immer nur ankündigt, aber nicht liefert. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Abg. Richter, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich höre hier Dinge, die ich sehr spannend finde. Das Sozialstaatsversprechen, das können Sie ja nur dann versprechen, wenn andere das Geld verdienen. Sie können hier als Politiker überhaupt nichts versprechen. Wenn dort draußen die Unternehmen das Geld nicht erwirtschaften, dann kann die Politik nicht handeln. Das ist eines der größten. Das ist eines der größten Probleme. Auch dazu komme ich noch. Zu den Unternehmen gehören Arbeitnehmer. Selbstverständlich. Und da bin ich an einem Punkt, der ganz wichtig ist. Ich danke hier dem Kollegen von den LINKEN, der das richtigerweise sagt. Ich bin nämlich an dem Punkt, dass da lehnen Sie sich zurück. Prima. Ich bin an dem Punkt, dass die Hartz-IV-Gesetze damals von einer CDU-Regierung niemals so durchgesetzt worden wären, wie sie von einer SPD-Regierung durchgesetzt worden sind. Die SPD-Opposition hätte diese Hartz-IV-Gesetze niemals durchgewunken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damals mit meiner Selbstständigkeit zu tun, und ich hatte mit den Scheinselbstständigkeitsgesetzen zu tun, die damals so unausgegoren gewesen sind, dass ich gesagt habe, die SPD kommt für mich als Partei nie wieder in Frage. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Gesetzgebung dazu geführt hat, dass eine große Reihe an Kleinunternehmern diejenigen gewesen sind, die man gebeutelt hat, und die Großen hat man laufen lassen. Sie haben es aber anders verkauft. Und wir stehen heute vor einer ähnlichen Problematik, weil die SPD einen weiteren Fehler gemacht hat. Die SPD hat sich so nah an die Gewerkschaften herangerobbt, ich sage das mal, dass die Gewerkschaften als eigenständige Position in dieser Gesellschaft gar nicht mehr vorkommen. Ich sehe hiermit ein großes Problem. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften haben über Jahrzehnte den sozialen Frieden gesichert. Und Sie diskutieren heute hier über Mindestlöhne, die mit funktionierenden Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden gar nicht notwendig wären. Wir müssten diese Diskussion nicht führen. Wir führen sie nur aus einem einzigen Grund,
weil schlicht und einfach hier die SPD sich zu stark mit den Gewerkschaften verbrüdert hat und die Gewerkschaften sich zu sehr politisiert haben. Und wenn Sie sich anschauen, ich war ja lange genug Gewerkschafter, ich habe diese Umstellung aus der IG Druck und Papier in die IG Medien damals erlebt. Ich habe erlebt, wie unterschiedlich die Gewerkschaften agiert. Das ist lange her. Aber es war das, wo der Fehler im System begründet war. Der Fehler im System war begründet, dass die Gewerkschaften den Kern verloren haben, nämlich den Bezug zu ihren Arbeitnehmern. Und die Arbeitgeberverbände. Aus den Arbeitgeberverbänden sind sehr, sehr viele herausgegangen. Wir sehen das ja auch in Hessen. Und dadurch funktioniert die Tarifautonomie nicht mehr, und Sie müssen in dieser Art und Weise hier mit Mindestlöhnen reagieren. Wir hätten dieses Problem nicht. Und ich wünsche mir wirklich stärkere Gewerkschaften, die nicht politisch diskutieren und politisch losgehen und über irgendwelche Parteien demonstrieren, sondern ich wünsche mir Gewerkschaften, ja, ich wünsche mir Gewerkschaften, die schlicht und einfach nur die Arbeitnehmer, für die sie da sind, vertreten. Das ist ihr Job, überparteilich und nichts anderes. Und ob der Arbeitnehmer in der AfD ist, ob der Arbeitnehmer in der CDU ist, ob der Arbeitnehmer in den Linken ist, das hat die Gewerkschaft nichts anzugehen. Die Gewerkschaft hat sich zu kümmern um diese Belange. Und da die Gewerkschaft das seit langem nicht mehr macht, verliert sie nach und nach immer mehr Mitglieder und ist nicht mehr in der Lage, die Löhne so durchzusetzen, wie sie durchsetzen müsste. Das kommt am Ende bei einem Sozialstaatsversprechen hinaus, wenn man tatsächlich, ich bin wieder bei der Mottenkiste, wenn man tatsächlich mehr oder weniger in den Sozialismus übergeht. Ich hatte in meiner ersten Rede als Antwort, wir sind auf diesem Weg. Wenn Sie sich anschauen, wie stark die Gemeinden, also die kommunalen Selbstverwaltungen verschuldet sind. Wir hatten darüber gesprochen. Übrigens hatte auch DIE LINKE darüber gesprochen. Und wenn wir jetzt in eine rezessive Phase kommen, ich erwähne es noch einmal, dann haben wir alle ein massives Problem. Und dann können Sie mit diesem Sozialstaatsversprechen zwar hier punkten und vielleicht auch die Zuschauer in irgendeiner Form blenden, aber überzeugen werden Sie niemanden mehr, denn wir sind insgesamt finanziell, auch als Staat, am Limit. Und wir lösen es, und das ist mein Abschluss, indem wir in Forschung und Technik mehr investieren und neue Industriezweige hervorbringen. Und eine Reichensteuer mag Ihnen Zeit bringen, aber mehr bringt sie nicht, denn wenn das Geld verbraucht ist, ist es verbraucht. Und die Reichen haben das Geld ja nicht auf dem Konto liegen, sondern es ist investiert in Maschinen, in Grundstücken usw. Also das ist alles. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit bin ich auch beim Schluss. Die Gewerkschaften zu stärken wäre ein tolles Sozialstaatsversprechen mitsamt den Arbeitgeberverbänden. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Richter. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Debatte angekommen. Was machen wir? Ausschuss oder Stimme ab? Abstimmen. Ja, ganz friedlich. Wir stimmen ab. Entschließungsantrag Fraktion der SPD 20173. Geschäftsordnung. Wo ist Geschäftsordnung? Bitte sehr, Kollege Rock. Kollege Renders, ja, ihr müsst euch mal ein bisschen gescheiterweise melden. Gut, also auf, drück noch mal drauf. Zuständigkeiten haben sich halt so ein bisschen verändert. Herr Präsident, wir beantragen die Abstimmung, die Einzelabstimmung der Punkte. Meine Damen und Herren, das erfordert jetzt die intellektuelle Leistung aller. Einzelabstimmung, aber nicht die namentliche, sondern in vernünftiger. Wir stimmen ab über die Einzelpositionen. Wer stimmt dem Punkt 1 zu? Bitte ich um das Handzeichen. Das ist FDP, SPD und BÜNDNIS 90. Nein, DIE LINKE. Ja, nur langsam. DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Damit abgelehnt. Dann Absatz 2. Wer stimmt zu? SPD, AfD. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Und
Ja, habe ich ja gesagt, Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Kaufmann. Bist du doch dabei noch? Ne? Gut. Also dann auch abgelehnt. Dann Punkt 3, dritter Absatz. Wer stimmt zu? SPD, FDP. Wer ist dagegen? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD und die fraktionslose Kollegin. Wer enthält sich? Die Linke, dann ist das abgelehnt. Viertens. Wer stimmt zu? SPD, AfD, FDP. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE. Wer enthält sich? Fraktionslose Kollegin. Dann ist das abgelehnt. Fünftens. Wer stimmt zu? SPD, FDP, DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? AfD, fraktionslose Kollegin, damit abgelehnt. Sechstens. Wer stimmt zu? SPD, Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, FDP, die fraktionslose Kollegin, damit abgelehnt. Und siebtens. Wer stimmt zu? SPD, Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? AfD, FDP und die fraktionslose Kollegin macht dagegen. Jawohl. Damit ist Position 7 abgelehnt. Damit ist der Antrag in Gänze abgelehnt. So, damit ist der Punkt 23 erledigt.